Hallo liebe Whisky-Freunde, hier ist wieder euer Whisky-Häcksler und das Opfer meiner heutigen Verkostung werden die Wikinger. Ja, Part 2 meiner Wikinger-Trilogie, oder es ist ja das Duo, wenn man es genau nimmt. Ich habe ja vor ein paar Tagen die ersten beiden dieser Signatory Vintage Viking Series verkostet. Und jetzt, meine Lieben, stehen die nächsten an, die ich mir hier auch schon eingeschenkt habe. Und zwar handelt es sich... Ich habe das mir hier aufgeschrieben, dass ihr die Flaschen nicht die ganze Zeit in die Hand nehmen muss. Um einen, warte mal, ist das? Lasst mich mal schauen. Ja, das müsste Old Pulteney sein, genau. Fangen wir von da an. Einen Old Pulteney, 12 Jahre alt, destilliert 2008 und gebottelt 2020, wie die ganze Serie. 56,2 Volumenprozent. Ein wilder Wikinger auf dem Cover, keiner weiß, wie er heißt, wird oder ist gereift in Eichen, in einem Eichenfass und einem Sherry Butt Finish. Fass Nummer 13, 670 Flaschen. Dann kommen wir zu Kandidat Nummer 2, den Whitlow. 7 Jahre, ist gebottelt 2013 und gefüllt 2020. Mit 59,6 Volumenprozent, das ist genau das Richtige, um, wie spät haben wir, das um 10 Uhr morgens zu verkosten. Mit einer holden Wikinger-Maid auf dem Cover, auch die Dame kenne ich nicht persönlich, ich weiß es nicht. Auch dieser Whisky ist in einem Eichenfass gereift und danach in einem Sherry Butt gefinished. Fass Nummer 120, 689 Flaschen. Hinter diesem Whitlow, nach meinen Recherchen und nach einigen Aussagen, verbirgt sich eine Secret Orkney Distillery. Naja, es gibt zwei Stück und eine davon ist Highland Park, also man munkelt sehr stark, dass das ein 7 Jahre alter Highland Park ist, was mich natürlich sehr interessiert. Und last but not least, ein Bunner Heaven, 10 Jahre, 2009 in die Pulle gekommen. Auch wieder ein wilder Wikinger, diesmal mit Schmerz. Der hier ist ja mit einer Axt unterwegs, könnte auch ein Zwerg sein. Gereift in einem First Fill Sherry Butt. Mit der Nummer 900082. Und von dem existieren 606 Flaschen. So viel zu den Daten. Also, nochmal zur Einführung. Ich liebe ja Marketing. Und ich liebe diese Serie. Und die beiden ersten waren total unterschiedlich und auch wirklich vernünftige Whiskys. Wobei mir der Kaulila oder Kaulila wirklich sehr, sehr gut geschmeckt hat. Hatte auch Peat. Während der andere davon ein wirklich vernünftiger, normaler, eher klassisch gereifter Whisky war. So, jetzt haben wir die drei Kandidaten da und ich bin ja wirklich, wirklich mal gespannt, was die so können. Fangen wir mal mit dem Pulteney an. Farbe, wenn man sie sieht, ich halte sie in die Kamera, ist ein sehr schöner Goldton mit ganz leichten Creme Brûlée Einschlag. Gehen wir mal in die Nase. Erstmal relativ verhalten für die Prozente, die er hat. Riecht nach Trauben, nach Trauben. Jetzt kommt ein bisschen mentholiger Alkohol durch. Vielleicht Birne. Eher helle Früchte. Birne. Vielleicht tropische Früchte. So eine Ananas. Bisschen Vanille. Kein Rauch. Interessant. Mal einen kurzen Schnupperer bei meinem Highland Park. Oh, ach du lieber Gott. Ja, da kommen wir gleich dazu. Oh, leck mich am Eier.
Leg mich am Eimer, du. Ist das ein Duft? Boah. Boah, Buna Hebbinghau. Ja, also ich kann jetzt schon mal sagen, von der Nase drei komplett unterschiedliche Charaktere. Komplett unterschiedlich, was wieder genau das bestätigt, was ich schon bei den ersten beiden gesagt und auch gehofft für die letzten drei Jahre, dass das total unterschiedliche Whiskys sind und dass man für das Geld, was man für so eine Serie ausgibt, nicht nur tolle Sammelobjekte bekommt, sondern dass man da auch unterschiedlichste Whiskys bekommt. Obwohl die Reifung und die Altersdinge, naja, liegen irgendwo zwischen 7 und 14 Jahren alle, wirklich total unterschiedliche Whiskys bekommt, finde ich total spannend. Also, dann machen wir nochmal den Old Pulteney. Also sehr fruchtig. Jetzt kommt Melone, Honigmelone kommt jetzt mit durch. Also tropische Früchte hat er drin. Vanille. Wirklich sehr, sehr leckerer, fruchtiger, karibischer Touch. Könnte fast ein Rumfinish sein. Sehr lecker. Also ich probiere mal. Oh, herrlich. Karibische Früchte, Melonen, aber nicht Wassermelonen, Galliermelonen, Honigmelonen, Vanille, Karamell, Alkohol spitzenmäßig eingebunden, nichts stört da, gar nichts. Ich habe ja hier Wasser stehen mit einer Bowmore-Pipette, die ich auch aus der Distillerie direkt damals bekommen habe, wie wir die Tour gemacht haben. Das ist ein feiner, fantastisch abgestimmter Whisky, der passt on point. Hervorragend. Ich weiß gar nicht, ob ich da dann Wasser reintun soll. Wunderschön. Also, eher fruchtig, eher melonig, eher karibisch, eher ich liege auf der Insel, die Sonne strahlt mir auf den Bauch und ich kriege eine wunderbare Kokosnuss serviert von einem netten Hula-Hoop-Mädchen in der Sonne. Ach, ein Traum. Genauso hervorragend. Jetzt kommen wir zu was ganz Interessantem. Unser Freund Highland Park. Schauen wir uns mal die Farbe an. Wie ihr seht, ganz dunkles, schon fast mahagonifarbenes Braun. Zieht Lex im Glas, dass die Heide wackelt. Hervorragend. Oh. Und jetzt die Nase. Das ist ein Rumtopf. Ein weihnachtlicher Rumtopf. Mit Schokolade, Kakao, mit einer Vanille. Und zwar mit so einer Vanille, die man sich übers Eis schüttet. Ah, und so ein tiefer Rumtopf, so Früchtebrot. Oh, ganz dunkel, ganz weihnachtlich, ganz, ganz lecker. Oh, ist genau mein Beuteschema. Rauch vernehme ich jetzt nicht. Kann aber sein, dass am Morgen, wie ich das Video jetzt mache, auch die Nase noch ein bisschen verstopft ist. Oh, tiefe Schokolade. Also wirklich, das ist so eine Nougat-Schokolade, so eine richtige schöne Nougat, so ein Chianduja Nougat, also der richtig mit die vielen Nüsse drin. Und dann dieser Rumtopf drüber mit einem ganz, ganz leichten Hauch von einer Spur Rauch. Ja, ich probiere auch den mal. Wow, sowas von elegant. Gleite den ganzen Mund auf. Klopft mit wunderbarer Nougat-Schokolade an. Hat leicht angedörrte Pflaumen hinten mit drin. So einen leichten Muff im Unterton. So wie aus dem Kohlenkeller. Eine wunderbar malzige Würze. Ganz leicht schärfer werdend. Mild wie Hulle, also die Prozente, die der hat. Ich muss jetzt mal schauen, wie viel hat er jetzt gehabt?
59,6, ich halte die auch mal ein bisschen in die Kamera, damit man sie mal sieht. Also 59,6 hat der hier. Der Pulteney sieht ja so aus. Oh, das ist gutes Training am Morgen. Da brauche ich nicht ins Bodybuilding-Studio, kann man ein bisschen heben. Also die merkst du überhaupt nicht, den Alkohol. Das ist hervorragend eingebunden. Ein Traum. Also ich bin wirklich begeistert, was die Jungs da von Signatory Vintage und Kammerkirsch da in die Flaschen gezaubert haben. Hervorragend. Also, auch der hier, komplett anders. Bisher ist noch keiner der vier, die ich probiert habe, dem anderen gleich. Was hat der jetzt eigentlich an Alkohol? 68,1. Könnt ihr ja mal anhalten, wenn ihr euch das Etikett anschauen wollt. Wunderschön. Wie viel? 68,1. Boah, das ist ja rekordverdächtig. Ich glaube, da mache ich dann mal Wasser rein. Meine Güte. So, Bunner Heaven. Haha. Ein Bunner. Schauen wir uns mal an. Farbe, ein bisschen dunkler wie der erste, ein bisschen heller wie der zweite. Ein wunderschöner, tiefer Goldton, fast schon bernsteinmäßig. Also, halten wir mal Schnupperchen rein. Und der ist auch eine Mischung aus den beiden. Der hat fast was Cognac-artiges mit drin. Fast ein bisschen sowas wie Tapetenkleister. Und das meine ich jetzt aber nicht negativ. Bisschen was überparfümiert Vanilliges. So eine künstliche Vanille, da kommen auch florale Noten raus. Also ich würde fast sagen, dass der schon ja sowas wie Rosenwasser, Rosenblätter. Karamell. Früchte eher nicht, wenn dann überhaupt Dörrobst. Ich probiere. Ja, was ist das denn? Ah, das ist ein Beutel Blumenerde mit einem Stück frisch gegrillten Rehfilet. Fleischbrät. Und dann kommt eine Malzbonbonsüße, wie bei Ricola Schweizer Kräuterbonbon. Auf dem Mund viel besser wie in der Nase. In der Nase eher ein bisschen künstlich, aber im Mund auch da wieder ein Feuerwerk der Explosionen. Den Alkohol merkt man hier allerdings, die 68,1, aber nicht so, dass es einen die Schleimhäute wegätzt. Also der ist schon präsent, müssen wir gar nicht drüber lügen, aber nicht wirklich, gar nicht total störend. So, jetzt gehen wir mal her und fangen da mal an und geben dem mal ein bisschen was rein. Dann kommt der vielleicht mal so 59. Mal schauen. Boah, Nase ist schon kaputt. Ja, wird ein bisschen zahmer im Glas, aber dieses Künstliche geht ein bisschen weg. Und die Fruchtkomponente und die Getreidekomponente, die man riecht, kommt besser raus und auch das Vanillige. Aber nicht mehr so künstlich. Probieren wir nochmal. Ja klar, der Alkohol geht zurück. Er wird für mich ein bisschen bitterer. Hast mehr so eine Walnuss wieder jetzt mit drin. Nussige Komponenten, aber es bleibt dieser Fleischbrät-Touch, dieses Rehfilet am Grill in einer süßen Marinade. Und du hast diesen Blumenerden-Charakter damit drin. Wirklich interessant. Meine Güte, da startet der Tag schon gut. Soll ich bei den anderen auch ein Wasser reintun? Die waren eigentlich on point. Nein, ich will, glaube ich, nicht. Auch wenn es euch vielleicht interessiert, macht's selber. Also meine Lieben, jetzt möchte ich mal ein Fazit zu der ganzen Reihe machen. Es war super, super spannend, dass ich die Möglichkeit hatte, die, wo ich als Sammlung verschlossen im Keller stehen habe und eigentlich so auch nicht aufgemacht hätte, alle mal verkosten konnte. Ich werde jetzt mal ein Ranking sagen,
das interessiert euch sicherlich, was mir jetzt am besten und am weniger besten geschmeckt hat. Also mein letzter Platz war der allererste, den ich verkostet habe, letztes Video, jetzt fällt mir doch tatsächlich der Name nicht ein, Mystery Coastal oder so ähnlich hat er geheißen. Der kommt bei mir von denen am letzten Platz, weil es vom Geschmack her eher der alltäglichste war. Am vierten Platz von den fünf kommt der Old Pulteney. Am dritten Platz kommt der Bunner Häppin. Am zweiten Platz kommt der Kaulila vom ersten Tasting, vom ersten Video. Könnt ihr euch anschauen. Und meine Nummer 1 von all denen dürfte hier dieser Whitlaw versus wahrscheinlich Highland Park 7 Jahre sein. Eine Nase zum Niederknien, ein Whisky, wunderschön. Mehr möchte ich dazu nicht. Ach, der hat eine Nase. Und den trinke ich jetzt auch aus, meine Lieben, weil den gönne ich mir zum Schluss. Slanche auf euch. Wunderschön. Also richtig intensiven Rauch hat er nicht, aber der hat schon eine rußige Note mit dabei. Bei den anderen habe ich überhaupt keinen Rauch wahrgenommen. Ich weiß gar nicht, ob da Rauch drin ist. Bin wahrscheinlich auch schon geschmacklich komplett weggeätzt. Also was ich als Fazit nochmal sagen möchte ist, es gibt viele dieser Marketing-Serien, das ist ähnlich wie bei Musikbands. Umso mehr Show, umso schlechter die Musik. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Ich sag mal, wenn der Rammstein siehst, die müssten ja miserabel sein, weil showmäßig ist ja das Champions League. Also von daher, da ist auch die Musik gut als Beispiel und so ist es bei Whiskys auch. Es gibt natürlich verschiedene Hersteller, die meinen, sie müssen mit Etiketten spielen, mit Wahnsinnsdingen drumherum, können die Dinge dann teuer verkaufen, weil es sowieso keiner aufmacht, weil es zu teuer ist zum Trinken und schütten da eigentlich minderwertigen Whisky rein. Also natürlich nicht vorsätzlich, aber am Ende waren das selten Überraschungen. Diese Serie ist eine Serie, die kann ich jedem ans Herz legen. Eine wunderbare Serie mit 5 komplett unterschiedlichen Whiskys, was mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich gehe auch mal davon aus, dass ich mir den Highland Park, also den Whitlaw und den Kaulila von mir unten auch mal aufmachen werde und selber trinken werde. Die drei anderen, die lasse ich vielleicht stehen, weil, ja, muss man ja nicht alles aufmachen. Also ein wunderbarer Vergleich. Vielen Dank nochmal an meinen Kollegen, der mir die Dinge zur Verfügung gestellt hat, für einen vernünftigen, fairen Preis, dass man diese Experience gemeinsam mal machen konnte. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Würde mich freuen, wenn es euch auch Spaß gemacht hat. Und ihr dürft mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr Interesse habt, solche Serien ab und zu, wenn ich sie denn in die Finger bekomme, auf diese Art und Weise, ob ihr die dann im Video wieder sehen wollt. Die Videos sind dann ein bisschen länger. Logisch ist ein bisschen mehr zu erzählen, aber ich hoffe, ich habe es so schnell und kurzweilig wie möglich gemacht. Wie gesagt, von mir eine Kaufempfehlung an die ganze Serie. Das Ranking habe ich euch gesagt. Ich bin begeistert. Hier hat Preis-Leistung gestimmt. Das möchte ich nochmal ganz deutlich sagen. Und da kann jetzt auch der eine oder andere sagen, das ist der Whisky nicht wert. Doch, in dem Fall ist es wert, denn in dem Fall passt die Ausstattung. Es ist ein Eyecatcher vor dem Herrn, macht sich in jeder Bar gut. Kannst du danach auch als Living Bottle verwenden. Wunderbare Whiskys drin, Genuss pur. So, meine Lieben, das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ich einen Daumen nach oben von euch bekomme. Weiterhin würde ich mich natürlich wahnsinnig über ein Abo freuen, logisch. Ist ja auch die Bestätigung für dies, was man da tut. Und ansonsten verbleibt mir wie immer nur zu sagen, raise your horns, stay hard und slangema. Bleibt gesund, bis nächste Woche, euer Whisky-Häcksler. Haut rein.